Wir haben hier ein Wanderfalken-Mädchen, unsere Paula. Wanderfalken, man gut zu erkennen an dem ganz deutlichen Backenstreif. Der Terzel wäre jetzt auch wieder ein Drittel kleiner. Da kommt das Wort Terzel auch tatsächlich her, von Tertius, ein Drittel. Ja, um einen Wanderfalken ans Fliegen und Jagen zu bringen, bedient man sich verschiedener Methoden. Ganz klassisch ist natürlich das Federspiel als Beuteattrappe, wo man, wie der Name schon sagt, die Federn von seinem Beutetier drauf macht mit einer kleinen Belohnung, dass er weiß, aha, ich sag mal bei einer Krähe, schwarze Federn soll ich fangen und dann habe ich da meine Belohnung drauf. Und das baut man dann langsam auf, dann kann man die sogenannten Durchgänge fliegen, das heißt, wenn der Falkner den Falken am Federspiel vorbeilässt, um halt die Muskulatur und die Gewandtheit des Falkens damit zu trainieren. Im heutigen 21. Jahrhundert bedienen wir Falkner uns aber auch anderer Methoden, wie zum Beispiel das Training an einer Drohne, wo wir dann versuchen, den Vogel, den Vogel halt auf 100 Meter, das ist ja leider unsere gesetzliche Begrenzung, eine Drohne fliegen zu lassen und dass da oben quasi eine Beuteattrappe auch unter Umständen ein Federspiel ist, dass der Vogel erstmal lernen muss zu steigen und in die Anwartefalknerei zu kommen. Ich sag mal, Krähenjagd ist, wie gesagt, das gute Beispiel. Da sieht das so aus, dass man entweder mit dem Vogel im Auto unterwegs ist oder halt den Krähenschwarm entdeckt hat, den Vogel dann fliegen lässt. Dann soll er nach Möglichkeit anwarten, also ansteigen und über dem Falkner erstmal stehen bleiben. Und man geht dann los und macht diesen Krähenschwarm hoch. Und der Vogel wird sich dann ein krankes oder altes Tier aus diesem Krähenschwarm raussuchen und das fangen. Also, das ist sehr unterschiedlich, wie viele Versuche für so einen Jagdflug ein Falke braucht. Das hängt so ein bisschen von Erfahrung bei dem Vogel ab. In der Regel schlägt er in sein Beutetier ein und geht mit dem zu Boden. Da wird dann gebunden, festgehalten und die Bisstöter, da kommt der Name her, töten dann eigentlich durch einen Genickbiss an ihrer Beute. Der Falkner ist natürlich aber immer angehalten, da möglichst schnell hinzukommen und seinem Vogel zu helfen. Bei der Krähenjagd ist auch das Gefährliche, dass wenn er mit seiner geschlagenen Beute am Boden sitzt, dass andere Krähen kommen und ihren Kumpel dabei helfen wollen, wieder von diesen Falken loszuwerden. Also wir Falkner müssen immer sehr, sehr schnell bei unserem Vogel sein, um ihn dann zu unterstützen. So, es kann vorkommen, dass ein Vogel auch mal ins Blaue fliegt. In der heutigen Zeit ist das Gott sei Dank nicht mehr das große Problem, denn auch die Technik hat in der Falknerei Einzug erhalten. Wir haben für die Nahortung eine Bell, damit man weiß, okay, der sitzt jetzt im Gras, der sitzt jetzt im Baum. Und wir benutzen Telemetriesender, um den Vogel anzupeilen, um zu wissen, in welche Richtung ist er geflogen und wo der ist. Und ganz modern ist mittlerweile, dass wir GPS-Sender benutzen, sodass wir im Grunde den Vogel auch einfach mal machen lassen können. Weil das Grundprinzip ist halt immer, wenn der Vogel aus der Sicht fliegt, erstmal eine Viertelstunde da bleiben, wo man sich zuletzt gesehen hat. In der Regel kehren die Vögel genau zu diesem Punkt dann wieder zurück. Ja, das ist unsere Mo, eine 15-jährige Wüstenbussard-Dame oder auch Harris Hawk genannt. Der Harris Hawk freut sich ja zunehmender Beliebtheit bei der Beizjagd. Da würde man mit dem Wüstenbussard zum Beispiel Kaninchen, die großen Weiber könnten auch Hasen fangen. Ist aber gleichzeitig auch ein Allrounder, also auch zum Beispiel Krähen und Enten wären möglich mit einem Wüstenbussard zu jagen. Das Training gestaltet sich dann je nachdem, an welches Bild man den Vogel bringen will. Durchgänge wie bei einem Falken, wie wir das schon gesehen haben, ist da eher unwahrscheinlich. Sondern den muss man wirklich dazu bringen, wenn die Krähe oder die Ente aufsteigt, wegfliegt, in dem Moment hinterher zu gehen und sie halt in der Startphase zu fangen. Das Training wäre auch da, dass man, wie gesagt, eine Schleppe zieht. Beziehungsweise man muss natürlich bei Flugwild auch sehen, dass es ein bisschen in die Luft geht. Das heißt, man würde das Federspiel unter Umständen auch werfen, schräg nach oben, dass der Vogel lernt, er muss in der Luft fangen. Und wie bei allen Greifvögeln, das Prägen auf die Beute ist immer ganz wichtig, damit sie wissen, was sie fangen, dass sie das auch fressen, was sie fangen. Das heißt, wenn ich möchte, dass ein Vogel Krähen jagt, muss ich ihm auch meine tote Krähe zu fressen geben, dass er weiß, das ist Beute, das kann ich fressen. Oder eine Kaninchenschleppe, wie man es aus der Hundeausbildung kennt. Dass man sagt, ich ziehe ein totes Kaninchen und das kann man tatsächlich fressen. Schön mit dem Wüstenbussard kann man zum Beispiel die sogenannte freie Folge, das heißt, man lässt den Vogel von der Faust irgendwo in einem Baum. Der Vogel folgt dann frei dem Falkner in den Bäumen, sodass er immer eine erhobene Position hat und der Falkner unten macht die Beute hoch oder der Jagdhund. Und somit hat der zum Beispiel der Wüstenbussard jetzt die Möglichkeit, aus dem Baum anzujagen, hat natürlich eine höhere Startgeschwindigkeit dann.
Da wäre es tatsächlich so, man fährt in sein Revier, macht den Vogel jagdbereit, das heißt, die Schirim zum Beispiel raus, Sender anlegen, Bell anlegen, alles fertig und lässt den Vogel halt im Baum und geht dann los und der Vogel folgt dann dem Falkner bzw. dem Jagdhund. Bei einem Falken, wie gesagt, ist es viel Suchjagd. Wenn man zum Beispiel Krähen jagen will, dann muss man gucken, wo ist der nächste Krähenschwarm, sich da möglichst anpirschen oder die Krähen binden und dann lässt man den Falken ansteigen, fliegen, dass er sich eine Möglichkeit über die Krähen stellt und macht die Krähen dann hoch, dass das Falke von oben auf sein Beutebild runterstürzen kann. Grundsätzlich ist die Jagdausübung mit dem Vogel eine richtige Jagdausübung, das heißt, ich brauche eine Genehmigung vom Revierpächter oder ich habe ein eigenes Revier. Bei der Krähenjagd ist es eigentlich so, dass man an den Hegering normalerweise herantritt, weil die Jagd auf Krähen immer sehr, sehr raumgreifend ist und der Beizvogel sich nicht an irgendwelche Reviergrenzen hält. Das heißt, wenn die Krähe ins Nachbarrevier fliegt, dann geht der Falke da hinterher. Also sollte man da mit dem Hegering eine Vereinbarung haben, dann darf ich hier in eurem gesamten Hegering die Krähen bejagen. Ansonsten, wie gesagt, muss man halt immer eine Erlaubnis, Begehungsschein, wie auch immer, haben. Ja, wo wird heute Falknerei noch ausgeübt und wofür ist sie gut? Das ist ganz einfach. Natürlich ist es für viele erstmal ein Hobby, eine Jagdausübung, um mit einem wilden Tier zusammen an Beute zu kommen. Aber viele Falkner sind auch sehr aktive Naturschützer, indem sie wilde Wildvögel, verwaiste, kranke, verletzte aufnehmen und sie gesund pflegen, damit aktiven Artenschutz betreiben. Und ganz wichtig, produziert ein Falkner auch Sicherheit, indem man nämlich überall da, wo die Waffe nicht eingesetzt werden kann, zum Einsatz kommen kann. In befriedeten Bezirken oder befriedeten Bereichen und zum Beispiel in der Flugsicherung, um Landebahnen frei zu halten, um andere Menschen damit zu schützen.